Ja, ich habe die ehrenvolle Aufgabe über die Revolution, ich mache das jetzt in Deutsch, ich glaube, das ist kein Problem, im Nahen Osten, im arabischen Raum zu sprechen und die Diskussionen, die ja eben vorangegangen sind, auch die Redebeiträge, vielleicht auch von André Unko, haben ja ein bisschen für Diskussionsstoff gesorgt, weil er sagt, dass es eigentlich um demokratische Revolution geht und nicht um klassische Arbeiterrevolution. Aber auch letzten Endes die Frage, was ist eigentlich der Inhalt von Demokratie und für was gehen die Leute auf die Straße und was für einen Charakter haben die Bewegung? Wir haben alle totalen Zeitdruck, deshalb habe ich die schwierige Aufgabe, das auf 20 Minuten so zu reduzieren. Ich versuche das trotzdem mal kurzen, ganz verkürzten Hinblick auf die historischen Situationen, die in arabischen Ländern vorangegangen sind. Betrachten und gleichzeitig einen Überblick darüber zu leisten, wie sich so diese Bewegungen der letzten Jahre entwickelt haben und wo sie heute stehen und wo die Fehler liegen. Letzten Endes natürlich auch die Frage, sind es Revolutionen? Da muss man sagen, es gibt ja so Kriterien, die auch Lenin mal beschrieben hat, was eine revolutionäre Situation ausmacht. Er sagte, dass so die Unterdrückten nicht mehr so können, wie sie müssen und die Herrschenden auch nicht mehr so weitermachen können, wie sie das eigentlich wollen. So. Und dass die arabische Welt und arabische Welt, ich werde ein bisschen was detaillierter auf Tunesien, Ägypten und Syrien als sehr unterschiedlich verlaufende Beispiele erwähnen, zeigen, dass das zweifellos eine revolutionäre Krise einmal da ist und andererseits die Massen in einer Weise die Bühne der Geschichte halt betreten, die allein aufgrund des Ausmaßes und der Rasantheit der Entwicklung ja historische Ausmaße halt hat. In Ägypten haben wir mit einer der größten Massenbewegungen der Geschichte, was nicht unbedingt heißt, dass sie einen sozialistischen Charakter hat oder einen proletarischen Charakter hat und tatsächlich einen Ausweg zeigt. Erstmal muss man sagen, was die Länder natürlich alle gemeinsam haben, sie sind vielfach, sind die Landkarten halt vom Imperialismus geformt worden. Das gilt sowohl geografisch, wenn man sich anguckt, was der arabische Raum in verschiedenste, eigentlich künstlich geschaffene Staaten getrennt ist. Allein wenn man sich mal Libyen, Jordanien und Syrien und diese Grenzen anguckt, dann sind das eigentlich Grenzziehungen, die imperialistische Mächte gemacht haben. Und wir hatten eine Struktur, die kolonialen Charakters war, also dass die Ressourcen dieser Länder halt imperialistischen Ländern zugute gekommen sind und dass auch die Eigentumsverhältnisse dort so gewesen sind, dass es eben eine Eigentümerstruktur gab, dass diese Ressourcen dieser Länder nicht mal ihnen selber gehört haben. Sodass sich für die Revolutionäre dort, also für die kleine, sich aber entwickelnde Arbeiterklasse immer die Frage stellte, ihre eigenen Klasseninteressen zu entwickeln, aber gleichzeitig eben auch sich vom Imperialismus zu befreien und diese beiden Aufgaben miteinander einhergingen. Wichtig ist, die Arbeiterklasse ist, war ja klein, aber es gab natürlich gewaltige Sektoren, wo die Arbeiterbewegung bedeutenden Einfluss gehabt hat. Es ist schon eben erwähnt worden, dass es nach der russischen Revolution Iran eines der ältesten Länder, ersten Länder gewesen ist, wo es Räte gegeben hat. Vor allem im Kampf der Erdölarbeiter eine bedeutende Rolle gespielt hat. Wir haben das aber auch bis in die Gegenwart in Ägypten, dass zum Beispiel Textilarbeiterinnen eine bedeutende Rolle spielen im Kampf, wobei die Bewegung insgesamt keinen komplett rein proletarischen Charakter haben, sondern sich da tatsächlich Forderungen nach demokratischen Rechten verschiedenster Teile der Bevölkerung zusammenfällen. Aber letzten Endes die Frage natürlich, wie Demokratie konkret aussehen wird, sich letzten Endes auch immer einen krassen Charakter haben wird. Kurz, es ist auch wichtig, dass der gesamte arabische Raum und der ins Iran als nicht arabischsprachiges Land zähle ich auch dazu, Länder sind, die geschichtlich gesehen auch oft teilweise auf eine starke, unabhängige Arbeiterbewegung zurückblicken konnten. Wir hatten also ziemlich große, massenhafte kommunistische Parteien gehabt. Das gilt beispielsweise für Länder wie Irak, wo es bis in die 60er in der großen kommunistischen Parteien gegeben hat. Und ganz kurz ist es natürlich
klar, man kann Dinge nicht immer verkürzen, zu sagen, Krise ist nur eine Krise der Führung. Das ist natürlich ein dialektisches Verhältnis, also zwischen Führung und kollektiven Verhältnissen, woran es liegt. Aber ganz klar sehen wir, dass für die kommunistische Bewegung von Beginn an, auch wenn sie klein war, die Unabhängigkeit der Arbeiterbewegung und die ein zentrales Prinzip war. Und ein zweites zentrales Prinzip war, neben der Selbstorganisation und der Unabhängigkeit der Arbeiterbewegung, dass demokratische Aufgaben mit der sozialen Revolution halt zusammenfallen. Eigentlich hat erst der Stalinismus einen Bruch, im Stalinismus in allen seinen Erscheinungsformen einen Bruch damit bedeutet. Und grob kann man sagen, dass die stalinistische Theorie darum basiert, dass die Arbeiterklasse, die zum Teil auch klein ist, dass sie nicht eben diese Aufgaben halt selber eigenständig zufällt, sondern dass es nötig ist, Bündnisse mit sogenannten fortschrittlichen Teilen des einheimischen Kapitals, der sogenannten nationalen Bourgeoisie oder angeblich fortschrittlicher Teile der Bourgeoisie halt zu führen und die Selbstorganisation der Arbeiterklasse immer da hinten anzustellen. Dahinter steckt auch die Forderung, dass es so eine Revolution in Etappen verläuft, dass es erstmal darum geht, einen funktionierenden Kapitalismus aufzubauen, vielleicht eine funktionierende Demokratie halt aufzubauen und dann später die Frage der sozialen Revolution zu lösen. Politisch bedeutete das, führte das zu einem Scheitern dieser Arbeiterbewegung, weil sie eigentlich immer dazu führte, sich hinter anderen Kräften unterzuordnen. Es waren zum Teil bürgerliche Kräfte, zum Teil waren das, wo sie jetzt nicht existierten, irgendwelche nationalistischen Kräfte oder Militärs, denen man irgendwie den Bruch andichtete, irgendwie fortschrittlich zu sein. Beispiele dafür, die streckenweise ziemlich weit gegangen sind und tatsächlich auch Verstaatlichungspolitiken durchgeführt haben, sind Länder wie Libyen, Syrien oder auch eine Zeit lang Ägypten unter Nasser, wo es massive Verstaatlichung gegeben hat, wo man die nationale Infrastruktur, Teile der Industrie verstaatlicht hat, begrenzte Landreformen durchgeführt hat und streckenweise man Volkswirtschaften hatten, die 90% Staatseigentum bedeutet haben, wobei Staatseigentum nicht notwendigerweise bedeutet, eben, dass dort der Kapitalismus abgeschafft wird, sondern die dann weiter nach Marktsätzen halt funktionieren, wo eine Bourgeoisie noch intakt ist und nicht unbedingt von der Abschaffung des Kapitalismus sprechen kann, aber wir eine Regierung halt haben, die eine ganze Zeit lang sozusagen zwischen dem Druck der Arbeiterklasse, die aber nicht stark genug war, die Macht zu erobern, und der herrschenden Klasse so ein bisschen lavieren konnte und da gewisse Zugeständnisse möglich waren. Wichtig ist, dass das eigentlich nur in einer Phase möglich war, wo die Welt in so verschiedene Lager geteilt hat, wo es die Sowjetunion noch gegeben hat, wo man sozusagen als putschender Militärdiktator oder Präsident sozusagen die Wahl hatte, ob man sich im westlichen Imperialismus hin orientiert oder ob man Nähe zur Sowjetunion sucht und Verstaatlichungen durchführt, Landreformen durchführt. Warum ist das wichtig? Das ist vielleicht sehr wichtig, weil es bis heute auch noch gewisse Verwirrungen halt gibt, auch in der europäischen Linken. Wir haben ja oft die Situation, wir hatten eine drohende Intervention in Syrien, wir hatten den Kriegsdrohung gegen den Iran, wir hatten die Frage auch, wie positioniert man sich in Libyen. Und da war natürlich gerade so die Tatsache, dass wir dort mit Regimen zu tun hatten, die sich die ganze Zeit lang sozialistisch genannt haben, großen Staatssektor haben, weil es ein Faktor, der die viele Linke halt hier auch verwirrt hat. Und das hat auch, glaube ich, direkt einen Bezug zu der Diskussion, die wir hier führen, wie verhalten wir uns. Angesichts dieses Druck des Imperialismus und welchen Stellenwert hat die Selbstorganisation der Arbeiterklasse in diesen Ländern. Wichtig ist, diese Länder hatten, in Anknüpfung an Marx' These, einen bonapartistischen Charakter nennen. Das heißt, hatten also so eine starke Exekutivmacht, starke diktatorische Tendenzen, ein Staatsapparat, der sich teilweise von den Klassen so scheinbar sehr weit abgehoben hat, letzten Endes schon natürlich immer die herrschende Eigentumsordnung verteidigt hat. Und was das bedeutet ist, dass man ein Regime hat, die teilweise Maßnahmen gegen die Kapitalisten ergreifen können, ein paar Enteignungen, die denen nicht gerade so in den Kram passen. Andererseits aber eben, und das ist für uns sehr entscheidend, jede Selbstaktivität der Arbeiterklasse von unten im Keim halt erstickt hat. Also das gilt zum Beispiel für Nasser, der Ägypten, der gleichzeitig Verstaatlichung des Suezkanals durchgeführt hat, Industrien in Staatseigentum überführt hat, aber gleichzeitig jede Streikbewegung von unten militärisch niederschlagen ließ und Kommunisten ins Gefängnis werfen ließ. Ähnliches hatten wir auch in Irak, in
Syrien mit der Baath-Partei, wo es noch ein bisschen komplizierter war, weil auch Teile der kommunistischen Partei sich bereitwillig in diesen Apparat integriert haben. Ähnliche Situation hatten wir auch in einem Land wie Tunesien, was jetzt man ja, schon immer ein ganz klar kapitalistisches, westlich orientiertes Land war, wo allerdings zum Beispiel ein Diktator wie Ben Ali auch zum Beispiel die Gewerkschaften in den Staatsapparat stark integrieren konnten, die UGTT, die heute eine etwas kämpferische Rolle in Tunesien spielt, war auch eigentlich eine Staatsgewerkschaft. Und auch die ägyptischen Gewerkschaften waren unter Mubarak und immer staatstreu, was der ganzen Bewegung unheimlich verkompliziert hat. Ich hoffe, jemand zeigt mir die Zeit, wenn ich die Zeit immer total verliere. Du spielst es seit 10 Minuten. 10 Minuten, ja. Oder mache ich die Hälfte? Nur 8 Minuten. Okay. Ja, diese bonapartistischen Regime konnten eine Zeit lang ganz gut stehen, als die Weltlage entsprechend gewesen ist. Das ist mit dem Wegfall der Sowjetunion anders gesehen. Hinzu kommen natürlich auch die Auswirkungen der Wirtschaftskrise. Und wir haben dann so Länder, und die, letzten Endes ist die soziale Situation relativ ähnlich. Wir haben überall steigende Preise, wir haben zum Teil ein ganz gutes, ausgebautes, zum Teil kostenloses Bildungssystem. Aber wir haben Massenarbeitslosigkeit. Jugendliche, egal welchen Ausbildungslevel sie haben, finden halt keine Verwendung. Wir haben überhaupt steigende Lebensmittelpreise, auch Beispiel von Iran ist ja schon mal hingewiesen worden. Und das schafft eine Menge sozialen Sprengstoff. Hinzu kommt die Situation von korrupten, repressiven Diktaturen. Also die demokratische und die soziale Frage fallen dort zusammen. Und das ist ein Sprengstoff, der, glaube ich, nicht zufällig sich da hochgegangen ist, wo die Wirtschaftskrise auch zugeschlagen hat. 2009 hatten wir die Bewegung im Iran, über deren Charakter wir eben schon gesprochen haben, die sicherlich auch ein gewisser Vorspiel war, die nicht erst niedergeschlagen wurde, aber gleichzeitig eine Krise so des politischen Islams erstmal eingebracht hat. Gleichzeitig hatten wir 2011, haben wir gesehen, wenn Revolten, die sich den revolutionären Sturz der, also das nicht revolutionären Sturz einer Regierung enden, die, also einer Regierung, die sich jahrzehntelang gehalten hat, die in der kürzester Zeit hinweggeführt wurde, hat das, zumal es um Länder geht, die allein durch die Sprache sehr enge Verbindungen haben, aber auch durch die modernen Mittel der Kommunikation, hat das sehr schnell in Englisch waren. Okay. Dann komme ich gar nicht an den Zeithalte zu Ausblick und Situation da, und wie das enthalten ist. Man kann, wenn man sich anguckt, Tunesien und Ägypten haben wir ja zum Beispiel Länder, wo es im Jahr 2011 halt gelungen ist, nach kürzester Zeit ein Regime zu stürzen. Und in Tunesien war der Einfluss der organisierten Arbeiterklasse eigentlich relativ stark und das ist eigentlich bis heute. Da muss man sagen, dass dabei das Problem ist, recht kurz nach dem Sturz von Ben Ali, wie orientiert sich die Bewegung weiter? Wir hatten halt eine Diktatur, die dann wie so ein Kartenhaus in sich zusammengestürzt ist. Und gleichzeitig hatten wir eine Linke und auch eine Gewerkschaften spielen in dieser Rolle, in dieser Bewegung eine sehr starke Rolle. Die auch linke Formationen, wir haben zum Beispiel diese Bewegung der Volksfront, das ein 12-Parteien-Zusammenschluss von verschiedenen linken Organisationen ist. Es stellt sich die Frage, Unabhängigkeit der Arbeiterbewegung für Überwindung von sozialen und demokratischen Forderungen, Überwindung des Kapitalismus oder Beteiligung an der Regierung. Ganz schnell war die Losung Bildung einer sogenannten nationalen Einheitsregierung. Das ist eigentlich immer eine schreckliche Falle, weil das darauf beruht, dass sozusagen die Arbeiterbewegung und die Organisation der Linken sich mit bürgerlichen Führern zusammen auf Wahlen orientieren, Regierungen bilden und die Kämpfe sozusagen, die sozialen Forderungen der Arbeiterklasse, der Massen sozusagen unbeantwortet bleiben. Es ist eine der Grundlagen dafür, dass die Profiteure der ersten freien Wahl unter demokratischen Bedingungen in Tunesien die Ennahda-Partei, eine islamische Partei ist, die durch massive Repression, auch gerade gegen linke Aktivisten, gegen Schwule und Lesben, gegen Frauen halt, auffällt. Und die Radikalisierung der Bewegung immer unter traurigen Umständen stattfand, immer da, wo revolutionäre Führer halt ermordet wurden. Wie Shoki Ben Ali im Februar 2013 oder der linke Führer Mohamed Wang im Juli 2013. Der Kampf findet dort halt
hat mehrfach von dem Weg des Generalstreiks gefunden. In der UGTT gab es tatsächlich durch den Erfordernissen des Kampfes eine gewisse Lösung von alten bürokratischen Problemen. Es gab eine gewisse Linkswendung dieser Gewerkschaften, einen starken Einfluss auf die linke gewerkschaftliche Bewegung dort haben. Weiterhin ist natürlich die Frage der programmatischen Orientierung. Und auch die gegenwärtigen Kämpfe und Streiks sind damit konfrontiert, eine Führung zu haben, die diese Kämpfe immer blockiert. Ähnliche Situation in Ägypten. Ägypten sind die Massen eigentlich in einer ziemlichen Falle. Wir haben dort die größte Massenbewegung überhaupt. Wir haben dort eine sehr, sehr kämpferische Arbeiterbewegung. Aber wir sind sozusagen mit einem Dilemma konfrontiert. Auf dem unmittelbaren Sturz Mubaraks folgte erstmal die Herrschaft des Militärs. Und das eigentlich Schlimme und Tragische ist, dass das von sehr vielen linken Kräften bejubelt wurde. Beziehungsweise man hat dem Militär vertraut und hat ihm eine progressive Rolle zugesprochen. Darauf gewartet, bis sie nach einem Jahr Wahlen finden. Okay, zulassen. Die ersten Wahlen brachten Morsi, also die Muslimbruderschaft, als einzige Opposition halt hervor, die eine sehr sektiererische, religiös-sektiererische Politik gemacht hat, auch demokratische Rechte unterbunden hat, die Arbeiterbewegung repressiert hat. Und auch hier gab es zum Beispiel in Teilen der Linken, also zum Beispiel beim SWP, Schwesterorganisation der Revolutionären Sozialisten, die eine sehr starke linke Organisation, auch mit trotzkistischem Anspruch ist, gibt es Unterstützung im zweiten Wahlgang für Morsi, weil er als ziviler Kandidat halt angesehen wurde. Dass man viel sozusagen in die Logik zivil, militärisch, säkular, religiös rein und hat die unabhängigen Interessen der Arbeiter nicht unterstützt, obwohl es übrigens sogar auch einen linkeren Kandidaten war, der aus der Bewegung kam, der Linke vertreten hat, der Nummer 3 gewesen ist. Dann ist Morsi durch eine massive Massenbewegung gestürzt worden und wir hatten dann im Juli die Situation, dass die Bewegung Formen angenommen hat, dass es auch Streikaktionen gab, dass es Betriebsbesetzungen gegeben hat und es gab einen Appell, einen Generalstreik zu machen zum Sturz der Regierung und der Militärputsch ist dem eigentlich zuvor gekommen. Heute haben wir eine Situation, dass das Militär unter der neuen Junta einerseits gegen die Muslimbruderschaft vorgeht und andererseits jede Unabhängigkeitsbewegung der Arbeiterbewegung unterdrückt. Wir hatten noch am 9. Oktober den Streik in Manhalla, einer großen Textilspinnerei, wo 23.000 Beschäftigte, also gewaltige Massen, halt im Streik gewesen sind und 12.000 auch einen Betrieb besetzt haben. Und dort hatten wir massive Repression des Militärregimes. Also wir sehen also in Ägypten riesige Bewegungen und auch eine Anfang an Arbeiter-Selbstorganisation, allerdings das politische Gefangensein in dem Dilemma zwischen Militär und der ziviler Führung. Ja, zu Syrien möchte ich vielleicht später sagen. Gut, ich will das jetzt einfach mal kurz, ich hoffe, das bietet auch schon genug Raum zur Diskussion und ich würde mich dann auch, würde mich auch interessieren, wie ihr das einschätzt, das Verhältnis von demokratischen und sozialen Forderungen und die Frage von politischer Selbstorganisation und Ansätzen der Arbeiterklasse in diesen Prozessen und letzten Endes auch hier perspektivisch den weiteren Verlauf solcher Bewegungen einschätzen, was ihr findet, was wichtig ist dafür. Danke.